Da sind wir wieder. Es geht weiter. Es ist noch nicht viel passiert in diesem Level. Von daher kann ich hier getrost das Let's Play weiterführen. Ich save hier einfach mal, weil ich gerade die ganze Zeit vergessen habe zu saven. Ja, ihr Säcke. Mhm. Ja. Ja, natürlich. Ja, das wird wohl der Part der Fails. Boah. Boah, ist das warm. Also, wir haben immer noch Freitag, den 11. Da oben war ein Shy Guy. Wir haben immer noch Freitag, den 11. Mai. Und ich denke, bei euch ist auch so ein Wetter wie hier bei mir. Wenn nicht, habt ihr ganz schön Glück. Denn es ist wirklich eine Schweinehitze. Ach, was soll's, ich gehe da lang. Gehst du da lang jetzt? Man muss nur ordentlich wissen, wie man mit dem reden muss. Toll, da ist ja gar nichts. Ach ja. Und das bringt mir jetzt genau was? Nix. Nix, nix, nix. Immer noch nix. Hübsch. Sehr, sehr hübsch. Aber da habe ich ja oben was gesehen. Und das will ich nicht verpassen. Und zwar hier das. Zack. Und zack und zack und runter. Mist. Das ist doof gelaufen. Sehr doof gelaufen. Oh. Ich gehe einfach mal da lang. Mal gucken, was passiert. Okay. Also ich glaube, ich habe es beim Anspielen bis hierher mal geschafft gehabt. Bin mir aber nicht sicher. Eigentlich müsste ich... Oh, das war der offizielle Weg. Da haben wir ganz viel ausgelassen gerade. Aber so richtig dran erinnern kann ich mich nicht. Das ist ja schon wieder eine Weile her. Und ich habe ja wieder so viel gezockt in Zwischenzeit. Das ist ja nicht mehr normal. Was ich alles zocke hier. Dazu ist zu sagen... Oh, was ist das? Ah, eine Kanone. Euch ist sicher aufgefallen. Wir haben ja jetzt schon, was haben wir denn heute? Wir haben heute Donnerstag. Wir dürften heute Donnerstag haben. Ja, heute ist Donnerstag. Also für euch ist Donnerstag, für mich ist immer noch Freitag. Und zwar an diesem Donnerstag. Es ist der 17. Oder? Oh, 17. Ich mag die Zahl 17. 17 ist eine schöne Zahl. An einem 17. bin ich mit meinem Freund zusammengekommen. Deswegen mag ich die 17 so. Ich glaube, ich muss da hoch. Egal, komme was wolle. Ah, jetzt geht's. Und, was wollte ich erzählen? Ich bin so konzentriert gerade auf das Spiel. Ja, also heute ist der 17. Und euch ist sicher aufgefallen, gestern, nee, vorgestern, war der Release zu Diablo 3. Und es ist immer noch kein Let's Play davon da. Das hat den Grund, dass ich erstens... Hier, hatte ich auch richtig in Erinnerung. Dass ich erstens, keine Zeit habe, momentan. Beziehungsweise würde ich mir das gerne einreden, dass ich keine Zeit habe. Ich habe keine Zeit, ganz einfach. Ich habe keine Zeit, um das zu Let's Playen. Und außerdem habe ich auch im Moment kein Geld. Da wären wir wieder bei der Geldgeilheit, ne? Ich finde, geldgeil ist man nur, wenn man eh schon genügend hat und immer mehr will. Aber wenn man kein Geld hat, sieht das Ganze schon anders aus. Ich meine, man kann niemandem, der kein Geld hat, vorwerfen, geldgeil zu sein. Also,
geht ja auch nicht zu jemandem hin, der sich gerade irgendwie durch irgendwas sein Geld für sein nächstes Mittagessen verdient hat und sagt, oh, du hast gerade gearbeitet, du bist aber geldgeil. Und dann auch noch Mittagessen von kaufen, was fällt dir nur ein? Das ist ja immer so eine Sache mit dem Geldgeil und so. Ja. Das werde ich auch, habe ich auch in einem der kommenden Minecraft-LPs thematisiert. Wobei ich sagen muss, ich werde wahrscheinlich diese Woche noch einige Minecraft-LP-Parts hochladen. Ich komme hier nicht raus. Ach, doch jetzt. Einfach weil ich habe nämlich vergessen. Naja, bei jedem Part ein Thema anzuschneiden. Weil für mich war es halt ein und derselbe Tag. Und ich bin ja noch nicht so geübt da drin, was das angeht, mit dem jeden Part ein neues Thema anzufangen. Und weil es ja noch derselbe Tag war, habe ich nicht mehr dran gedacht, dass dann bei einem neuen Part auch ein neues Thema drankommen muss. Beim ersten habe ich noch ein Thema gehabt, wie ihr gesehen habt. Das war dann sehr unkreativ. Aber beim zweiten und dritten, glaube ich, und vierten habe ich dann das Thema vollkommen vergessen. Beim fünften wollte ich eigentlich ein anderes Thema machen, als ich dann eigentlich gemacht habe. Und dann habe ich auch mal das mit der Monetarisierung und so angesprochen. Und dass ich es echt ziemlich doof finde. Und wir haben ein Spiel, ein Karten-Flip-Spiel. Dass ich ziemlich doof finde, wenn man unter anderer Let's Player ihre Videos drunter schreibt. Von wegen, ja, sie wären geldgeil. Dazu hat ein YouTuber, dessen konkreten Namen ich jetzt vergessen habe. Also, Paper. Einfach nur Paper. Nenne ich schon immer. Hat dazu ein lustiges Video gedreht in drei Parts. Okay. Ja, daran erinnere ich mich. Bis hierhin kam ich und das Level habe ich damals nicht beendet. Also, seid euch sicher, es ist blind. Ab hier. Ab hier ist blind. Und ganz viele Lucky Twos. Das stört mich jetzt schon. Wisst ihr das? Das stört mich jetzt schon. Ganz hart. Hier ist doch bestimmt was, oder? Nee. Hätte aber sein können, ne? Hätte sein können. Ja, uff, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass man anderen Leuten Geldgeilheit vorwerfen kann. Wir leben da halt nun mal... Scheiße. In einem System, das voraussetzt, dass wir geldgeil sind. Weil, für unsere Arbeit kriegen wir halt nun mal Geld. Und wenn wir nicht arbeiten, kriegen wir... Okay, viele kriegen trotzdem Geld. Das, wollen wir jetzt aber nicht weiter thematisieren, weil ich finde das immer so ein bisschen doof, das überhaupt zu thematisieren, weil es mag hier und da an manchen Stellen berechtigt sein, dass Leute, die nicht arbeiten, trotzdem Geld kriegen. Aber es gibt auch viele, die könnten und machen es nicht, weil sie nicht wollen. Und viele andere wiederum könnten und wollen und kriegen einfach nichts. Und da muss man halt immer abwägen, für wen es jetzt gerecht ist und für wen nicht. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache jetzt. Das kommt dann alles ein andermal. Ich hasse es, dass es so langsam hier läuft. Ja, kommst du her? Kommst du her? Kommst du her? Was soll ich denn damit? Wow, wow, wow. Okay, mir ist das Level hier ein bisschen zu... Ich weiß nicht. Uneindeutig. Egal. Was denn hier? Was bist denn du für einer? Ah! Okay. Bist du krank oder so, Yoshi?
Ups. Okay. Was geht mit ihm? Das war mir neu. Egal. Also ich habe für ein kommendes Minecraft-LP auch ein ganz, ganz großes Thema geplant schon. Und zwar könnt ihr euch da jetzt schon mal ein bisschen Gedanken drüber machen, beziehungsweise eigentlich nicht. Das könnt ihr dann machen, wenn es soweit ist, weil ist ja kein Livestream, ne? Aber ich wollte mit euch gerne mal in einem kommenden Minecraft-LP über die schulischen Werdegänge im deutschen Bildungssystem diskutieren. Das betrifft mich nicht nur persönlich als ehemalige Schülerin und euch vielleicht noch als aktuelle Schüler oder auch ehemaliger Schüler, sondern betrifft mich das auch beruflich. Und deswegen, das wäre echt mal interessant zu wissen, weil vielleicht kann ich ja da hier und da ein paar Argumente bringen, dann in Seminaren oder so im Studium, wo ich sagen kann, ja, hier und da ist ein interessanter Aspekt und ein bisschen geschwollen schwätzen kann. Ich meine, ich habe ja so viel Erfahrung mit Schule gemacht, hauptsächlich negative, im ersten Dreiviertel und dann im Rest nur noch gute, also fast. Und ich habe euch doch von dem Kommilitonen erzählt, der meinte, ich sei nicht ganz normal, so von wegen ein Tag oder beziehungsweise für Physik 2 Tage vor der Klausur zu lernen. Und da hatte ich auch zu ihm gemeint, ja, mag sein, dass das nicht ganz klar ist im Kopf bei mir, aber naja. Ich habe halt aus Erfahrung anderer, also aus Erfahrung meinerseits und aus, also an den Beispielen anderer gelernt, dass es sich nicht immer lohnt, fleißig zu sein. Beispielsweise Realschulabschluss. Ja, den habe ich machen dürfen müssen sollen. War folgendes das Problem. Wir mussten uns jeder für unsere mündliche Prüfung ein Thema aussuchen. Ein Klassenkamerad von mir hat sich ein Thema ausgesucht, was er total toll fand und wo er meinte, er sei gut drinne. Und wir hatten, ja, wie erzähle ich das jetzt mal am besten? Scheiße. Erzähle ich gar nicht, ne. Doch. Also. Also er hat 5 Monate, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Oder vielleicht wisst ihr es ja einfach. Normalerweise hat man seine mündliche Realschulprüfung so im April. Und er hat im Oktober angefangen zu lernen. Und er war ein, zwei Termine vor mir dran. Also am selben Tag ein, zwei Prüfungen vor mir. Und kam raus und hat ja, ganz niedergeschlagenen Eindruck gemacht. Oh Gott. Ich brauche Eier. Und da habe ich gefragt, was los und so. Und ja, er hat eine 5 gekriegt. Er hatte eine 5. Und da habe ich mich mal wieder in meiner Meinung bestärkt gefühlt, dass es sich nicht immer lohnt, so früh anfangen zu lernen. Wow, was bist du denn? Ah! Nochmal. Geil, oder? Ist das nicht geil? Ach, Quatsch, nett. Ja, auf jeden Fall, ich hatte halt meine Prüfung auch dann und ich muss sagen, ich wollte früher anfangen zu lernen, es war mir aber aus logistischen Gründen nicht möglich. Es lag an der Post. Also ich habe mir, habe mich in Biologie prüfen lassen und jetzt hat man ja in der 9. Klasse hatten wir unsere Biologiestunden und in der 10. hatten wir gar kein Biologie mehr. Dementsprechend musste ich aus dem Buch der 9. Klasse lernen, was wir schon abgenommen bekommen haben. Also habe ich mir es gebraucht im Internet bei einem
bekannten Buchversand, Online-Versand, bestellt. Für ein paar Cent. Und die lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Da stürze ich mich wohl eher in den Tod, oder? Nee, wieso? Ich kann auch einfach so machen. Und, ja, natürlich. Und dann kam das Buch halt. Na. Drei Tage vor der Prüfung. Und dann habe ich mir das Buch genommen. An demselben Tag, wo es halt ankam. Und habe angefangen zu lernen. Und habe dann gesehen, dass das Thema im Buch ganze zwei Seiten umfasst. Eine Seite Bilder und eine Seite Text. Oh, okay. Ja, dann habe ich mir diese zwei Seiten angeschaut und zweimal durchgelesen. Bin in die Prüfung und ich sag mal, ich habe relativ gut abgeschnitten. Mehr will ich dazu nicht sagen, sonst heißt es wieder, ich wäre angeberisch. Bin ich weiß Gott nicht, also ich weiß, wo meine Fehler liegen. Ganz klar. Unter anderem darin, dass ich so spät anfange zu lernen. Eigentlich, ja. Eigentlich. Aber ich komme halt einfach jedes verdammte Mal damit durch, Leute. Das ist halt total ungesund. Wenn man weiß, man darf das eigentlich nicht so machen. Also es wäre besser für seine seelische Gesundheit, wenn man das anders machen würde, für seinen Stressfaktor und so weiter. Und man kommt jedes Mal damit nicht nur einfach durch, sondern schneidet auch noch richtig gut ab. Da kommt man schon so ein bisschen ins Grübeln. Ob denn andere vielleicht was falsch machen beim Lernen? Sowieso ist es ja eigentlich praktisch erwiesen, dass viele Leute nicht richtig lernen, beziehungsweise es in der Schule gar nicht gezeigt bekommen, was es eigentlich heißt, richtig zu lernen, sondern die lesen sich das Zeug einfach nur durch einmal und denken, damit ist es getan. Aber dass sie sich das auch merken müssen, beziehungsweise mit welcher Technik, wenn wir das berühren, sind wir tot, ne? Mit welcher... Mit welcher Technik sich das am einfachsten lernen lässt. Ich gehe mal wieder runter. Und auch wirklich behalten wird, das wissen die wenigsten. Und dementsprechend sehen dann auch die Klausuren und Schulnoten dann von eben diesen Schülern aus. Scheiße. Das machen wir jetzt noch fertig hier. Ich habe da kein gutes Timing für. Oh, das war ganz gut. Ach so. Ich bin doch so doof. Oh, wo geht's lang? Oh, wo geht's lang? Leute? Nein. Nein. Eieiei. Eieiei. Ja, komm. Machen wir hier am Ort und Stelle beim nächsten Part weiter. Ich bin eh gerade ein bisschen kaputt irgendwie, weil es hier so furchtbar viele Grad hat. Plus. Also ich bin hier echt am Eingehen gerade. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen besser und keine Dachgeschosswohnung, unter der man euch backen tut. Und hoffe, ihr genießt die Parts, die jetzt noch kommen werden. Und sage dann für heute ciao.